Zunächst nur durch so universale Philosophen wie Leibniz und Kant, später aber auch durch den Neukantianismus und den Pragmatismus gefordert. Die Ausdifferenzierung der Wissenschaftsbereiche schlägt auf die Philosophie durch und führt zu deren Aufspaltung. Die Aufspaltung fällt nicht so schnell aus der gegenwärtigen Beeinflussung und Kritik in vielen. Sie lässt aber zwei konkurrierende Richtungen entstehen. Gegen eine Philosophie, die sich an der erlebbaren Welt und an den Geisteswissenschaften orientiert, Phänomenologie, Existenzphilosophie und Hermeneutik, setzt sich eine andere Richtung ab, die
Selbstbeobachtung der Sprachkarte, der Animations- und Gewinnbereich. Mit diesem empirischen Interesse verbindet sich die analytische Intention, die verschiedenen Phänomene für sich und im Verhältnis zueinander zu bestimmen, sowie die wissenschaftlich spekulative Aufgabe, sie durch die Wissenschaft bis zu schlechten ersten Gründen in Prinzipien. Aristoteles grenzt zum ersten Mal aus der eigenen Philosophie einzelne Forschungsgebiete aus. Er begründet Spezialforschungen und Einzelwissenschaften. Dabei schlägt er die verschiedenen Forschungsbereiche nicht etwa über den Geist einer einheitlichen Natur. Im Gegenteil, praktiziert er ein Wissenschaftsbereich aus der Welt. Außer der Logik und dem wissenschaftlichen Bereich schätzt er auch die Dialektik und die ganze Geschichte. Aristoteles hingegen sieht in jeder Möglichkeit, dass jeweils glaubhaft nicht überzeugend ist. Im Sinne Platons untersucht er sowohl die logischen als auch die ethischen, psychologischen und ästhetischen Grundlagen, mit der Versuchung die Zustimmung dazu werden. Er weit mehr als an der moralischen Darstellung des großen Faktors interessiert, behandelt Aristoteles auch die gesellschaftliche Verbindung. Er wirft eine Zuhörer- und eine Kriminalpsychologie und befasst sich mit Stimmungen und Affekten. Nicht zuletzt spricht er über Stil und Sprache selbst literarischer Kunst. Auch in der Poetik setzt sich Aristoteles gegen seine Lehrer ab. Zugleich gibt er der abendländischen Dichtungstheorie wichtige, bald oft missverstandene Begriffe. Während Platon trotz aller Liebe zur Poesie und seiner Verehrung Homers die Dichtung aus moralischen Gründen verwirft, gehören für Aristoteles die Dichter zu den besten Lehrern des Welt. Die Mimesis, die er ihnen aufgibt, meint nicht etwa eine naturalistische Nachahmung. Im Gegensatz zu fantastischen Erfindungen sollen vielmehr Ereignisse und Charaktere dargestellt werden, in denen sich die Menschen wiederfinden. Und Katharsis, bezeichnet einen ästhetischen Genuss, mit dem Aristoteles sich im Unterschied zu Platon nicht bloß für einen Erziehungs-, sondern auch für einen Vergnügungstheater einsetzt. Die Tragödie soll beim Zuschauer einen Schock von Affekten, von Mitleid und Furcht auslösen, etwa Mitleid mit Ödipus, der nur begrenzt Schuld auf sich legt und trotzdem äußerst im Leid entwickelt. Wie soll es zu einer Weinwunde erwecken, wobei das abgelehnte Erwecken als Nachwein, als Genuss empfunden wird. Aristoteles folgt in seinen Denken drei methodischen Maximen. Erstens, Phänomene sichern. Statt Gegebenheiten nach einer vorgefassten Theorie zurechtzubiegen, sollen sie zur Erkenntnis gelangen und sachgerecht verarbeiten. Zweitens, Lehrmeinung erarbeiten. Aristoteles setzt sich intensiv mit den Gedanken der Logiker auseinander. Er kennt deren Leistungen neidlos ab, überwindet aber Engführungen und Schwierigkeiten und verhilft auf diese Weise der Philosophie zu verbinden. Drittens, Schwierigkeiten durcharbeiten. Aus der genauen Kenntnis der Aporien, der Nichtgang darum geht, entwickelt er die Euporien. Viertens, ein wichtiges Verfahren ist die Sprachanalyse. Buch 5 der Metaphysik beispielsweise, das erste und bis heute lesenswerte Begriffslexikon der Philosophie, stellt 30 philosophische Grundbegriffe in der infantilen Doktrin. Zu den relativ autonomen Einzeldisziplinen, zur Logik und Beweistheorie, zur Naturphilosophie, Kosmologie, philosophischer Psychologie und verschiedenen Bereichen der Psychologie, zu Gegenstandstheorie, Ontologie und philosophischer Psychologie, zu Ethik, Politik, Politik und Ethik, verfasst Aristoteles mit einem eigenen Lehrbuch. Bis heute bieten sie das Urteil.